Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2. Ich hätte fast Dragon Age 2 gesagt. Oh Gott. Jedenfalls, wir sind hier stehen geblieben. Momentan, genau, versuche ich mich wieder zu orientieren. Immer noch am Nachsynchronisieren. Wuhu. Irgendetwas stimmt hier gerade nicht. Ah ja, das wollte ich euch sagen. Und zwar das mit Dead Space 2. Also, es ist nicht mein Lieblingsspiel. Das hat man, glaube ich, schon ziemlich oft gemerkt. Aber ich hasse es auch nicht. Die Sache ist halt die, etwas, das mich sehr aufregt, ist der Inventar. Das Inventar. Der, die, das Inventar. Weil es ist irgendwie echt blöd geregelt. Und während ich im Shop bin, das dauert so 3 Minuten, kann ich euch erklären, was ich damit meine. In der letzten Folge und auch in dieser wird man es richtig sehr merken, sehr sehen. Du hast zu viel Munition, also kannst du keine Gesundheit mehr tragen. Du hast zu viel Gesundheit, also kannst du ein Schema, um neue Sachen bauen zu können, nicht mehr aufheben. Ich finde das wirklich sehr schlecht geregelt. Und was ich auch festgestellt habe, jedes Deutsch schwer, nimmt ein Inventarslot weg. Das heißt, wenn ich irgendwas vom Boden aufheben will und ich kann es nicht aufheben, muss ich die Waffe nachladen, weil dann habe ich wieder etwas mehr Platz und kann es aufheben. Und ich finde das so blöd gemacht. Also sorry. Ich finde das Inventar... Oh, was ist das? Ich finde das Inventar in diesem Spiel so schlecht gemacht. Das ist so dämlich. Man kann kaum was tragen. Man ist so eingeschränkt. Wenn man zu viel Munition hat, kann man keine Gesundheit mehr... Oh, ich fange an zu stottern. Mehr mitnehmen. Wenn man zu viel Gesundheit hat, kann man keine Munition mehr mitnehmen. Und immer solche Sachen. Und ja, ihr seht gerade, ich bin gerade am Schrott verkaufen. Und ich finde das so unnötig. Und so schlecht gemacht. Man hätte das wirklich anders machen können. Höhe, falsche Taste. Also in den letzten Folgen hat man es ziemlich gemerkt, dass ich nichts aufheben konnte, obwohl wir es eigentlich schon ziemlich gut hätten gebrauchen können. Aber ich konnte es trotzdem nicht aufheben. Das hat man in den letzten Folgen schon relativ oft mitbekommen. Aber in dieser Folge, das werdet ihr später sehen, wird das noch so viel bescheuerter. Aber das seht ihr alles später, wirklich. Also, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, aber wirklich. Das Spiel, das ist das, was mich am meisten bis jetzt aufregt. Das ist wirklich das Inventar. Dass das so schlecht gemanagt ist. Und ja, wollte ich jetzt schon mal sagen. Also ihr könnt euch etwas für diese Folge auf etwas einstellen. Es wird nicht schön, ich werde mich sehr oft aufregen. Aber es gibt wirklich ein paar Sachen, die ich wirklich dringend brauche, aber nicht aufheben kann, weil eben angeblich meine Taschen voll sind. Und ja, das ist echt, ja, vor allen Dingen für Leute wie mich, die gerne alles mitnehmen. Entschuldigung. Oh Gott, was bist du? Wo bekommst du denn her? Ich glaube, ich hätte nicht auf die Leiche treten sollen. Ja, für Leute wie mich, die gerne etwas von allem mitnehmen, ist das halt besonders stressig. Und zurück in den Shop, denn ich habe da anscheinend noch irgendwas vergessen. Genau, da merkt ihr es. Ich habe keine Gesundheit mehr, aber kein Medipack. Ich habe gar nichts mehr. Ich kann mich nicht heilen, aber ich kann noch keins kaufen. Obwohl ich kein einziges besitze. Ich besitze keins und ich kann mir keins kaufen, weil angeblich ist meine Tasche voll. Da merkt man es schon gleich. Und ihr werdet auch später sehen, dass ich fast gestorben wäre wegen dieser Scheißerei. Doch. Nein, aber im Ernst, das ist nicht toll. So, ich weiß nicht, wo wir sind, aber jetzt, das habe ich die ersten 4 Minuten sogar, hups, 1 Minute länger wie geplant, euch schon mal damit vollgelabert, wie sehr ich mich aufrege. Naja, ansonsten wird das eine schöne Folge. Wuhu! Glaube ich. Oh, Anruf. Ellie, ich habe hier ein Problem. Scheinbar befindet sich der Dockingport, der zur Solaranlage führt, am Boden des Schachts. War ja klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich sehe mir das Ganze mal von draußen an. Natürlich muss immer ich alles machen. Immer ich. Oh Gott, falsche Taste. Nein, aber immer ich. Oh, das war's für mich. Hey! Oh. Hey, was bist du? Ich nehme dich einfach mal mit. Und schieße auf die rote Spitze, um Objekte zu bewegen. Also das da.
Ja, okay, ich glaube, ich nehme dafür eine andere Waffe. Ist das die richtige? Warte. Ah, verdammt. Moment. Nein? Ja, die ist es. Alles klar, du bist die leere Kiste. Du leuchtest, aber mit dir kann ich nichts machen. Dann schieße ich mal hier drauf. Tschüss, was auch immer du bist. Ah, falsche Taste. Heute ist der Tag der falschen Taste. Ich fliege. Oh Gott, ich hasse das Fliegen. Es ist zwar so cool, aber ich hasse es. Da wird mir immer so schwindelig und ein bisschen schlecht. Ich hasse das. Und ich verliere sofort die Orientierung. Oh ja, das ist sehr schön. Ich hoffe sehr, dass wir uns nicht auf die Richtung drauf zubewegen. Aber es hat. Was ich gerade gesagt habe, macht gar keinen Sinn. Naja, egal. Du musst weg, vermute ich mal. Genau. Ich hoffe, wir bewegen uns nicht auf diesem Planeten zu. So meinte ich das. Weil auf einmal macht es spontan Bumm. Ich habe gehört, das soll passieren, wenn du auf eine Fläche zufährst. Und das ist meins. Oh, Geld. Da fliege ich sogar schneller. Und jetzt ist mir schwindelig. Die Sache ist auch die, ich habe einen sehr großen Bildschirm. Und ja, da wird einem sehr schnell schlecht. Deswegen kann ich auch nicht so lange spielen. Sonst irgendwann tut mir echt der Kopf weh. Er brummt mit der Schädel doch. Meins. Oh. Das. Ja, da haben wir schon wieder. Ich habe Munition aufgehoben, jetzt kann ich das Schema nicht aufheben. Aber ich kann immerhin die Munition für eine Waffe aufheben, die ich nicht mehr habe. Oh ja, das musst du noch üben. Hier, bitteschön. Viel Spaß! Was macht Stross? Glauben Sie denn, was er macht? Können Sie den Scheiß hören? Er halluziniert, Ellie. Das ist Teil der Krankheit. Das riecht nach Ärger. Gehen Sie einfach weiter. Okay. Ist klar. Ich habe mich gerade ein bisschen unwohl gefühlt. Wir hatten schon bereits 7 Minuten keinen Kampf mehr. Das ist nicht normal in dem Spiel. Und ja, ich habe mal wieder unsere neue Waffe rausgeholt. Wir müssen hier entlang, alles klar. Und so. Ich weiß, dass ich sehr aufregend kommentiere. Diese Türen sind voll cool. Oh nein, ich gehe mir wieder. Das hatten wir schon gestern. Nein, hör auf. Und da kommt ein Weg. Oh wow. Wir sollten halt versuchen zu treffen. Bist du tot? Ich glaube, du bist tot. Gut. Kommt noch mehr? Keine Ahnung. Okay, das war. Ups, Entschuldigung. Ah. Der ist noch einmal hochgesprungen. Oh nein, der Aufzug ist viel zu groß. Oh nein, wir werden bestimmt angegriffen. Oh Mann. Nein, nicht schon wieder. Hör auf, so müde zu sein. Ja, okay, ich stelle mich mal mit dem Rücken gegen die Wand. Wir werden angegriffen, eindeutig. Wenn es hier so groß ist und ein Aufzug, das ist perfekt. Das ist perfekt, um einen Kampf zu führen. Ein unfairer Kampf, in dem ich bestimmt überfordert sein werde. Aber wann bin ich nicht überfordert? Ich bin schon überfordert, wenn ich ein Glas öffnen muss. Und ein Glas öffnet man normalerweise nicht. Es ist bereits offen. Ich könnte jetzt einen Blondinenwitz machen, aber ich bin brünett. Okay, ich schluss nicht lustig. Okay, irgendwo ist ein Loch. Irgendwo ist ein Viech. Oh, da ist ein Viech. Es hat orange Ellbogen und ist weggeklettert. Danke. Okay, da ist schon der. Au! Hallo, ich muss dich erschießen. Ich treffe dich nicht. Ja, okay, vielleicht sollte ich eine andere Waffe nehmen. Kommst du jetzt wieder? Ah, da bist du ja. Und tschüss. Geld! Yay! Oh, da kommt ja dein Bruder. Und da ist deine Schwester. Und dein Cousin. Mein Gott, ist das ein Familientreffen? Okay, bitte tut mir nicht weh. Gesundheit! Oh, das ist auch nochmal. Oh, au. Alles klar, danke für gar nichts. Kann ich mal bitte. Danke. Ihr seid zu früh. Meine Familie ist, war zuerst hier. Okay, ich brauche eine andere Waffe, weil mit der treffe ich nichts. Okay, ja, das ist viel besser. Ah, geh weg.
Okay, das ganze Bild verschwemmt gerade für mich, aber das ist egal. Hallo Susi und Bernhard. Können Sie mir einen Gefallen tun? Naja, gehen. Au. Au. Ich könnte mal bitte eine ganz kurze Pause geben. Ich bin hier. Au, okay, dann eben keine Pause. Ich weiß, tut mir leid, dass ich danach gefragt habe. Gott, ich bin fast tot. Schaut mal, wie meine Gesundheit ist. Ein Schlag mehr und ich wäre tot. Okay, ich konnte mich wenigstens ein bisschen heilen. Puh, okay, das war gerade sehr knapp. Ich habe damit gerechnet und trotzdem war ich überfordert. Ich habe euch ja gerade gesagt, wie wenn ich ein Glas öffnen muss. Okay, ich glaube, wir gehen mal auf die Waffe. Die ist etwas präziser. Und wir müssen hier entlang, das heißt, ich gehe hier entlang. Woohoo, und ich höre was atmen. Oder was? Setze Chinese ein, um Kanister zu bewegen und wegzuschleudern. Ah ja, stimmt, diese Teile. Okay, wir können jetzt also in Zeitlupe schauen, wie dieses Viech funktioniert. Ja, das ist sehr lecker. Ich töte mal ganz kurz deinen Bruder. Okay, das war gerade sehr verstörend. Okay, nein, behalt dein komisches Käfer. Und jetzt bist du tot. Juhu! Alles klar, es ist gut zu sehen, wie diese Teile funktionieren. In Zeitlupe, weil warum nicht? Diesen Kanister hätten wir benutzen sollen. Okay, ups. Ich war das nicht. Okay, mein Fehler. Hey, ein Schema. Jemand atmet. Wo ist der? Wo? Ach, da oben. Was ein gutes Versteck. Zum Glück war da eine Lampe davor. Okay, ich glaube, hier müssen wir entlang. Das heißt, ja, hier müssen wir entlang. Und ich höre noch irgendwas atmen. Und da. Jetzt probieren wir mal das aus. Ja. Gut. Toll haben wir das gemacht. Oh toll, da lebt noch einer. Und tot ist er. Und ich glaube, das war jetzt der letzte. Na gut, dann schauen wir mal in den Schränken, was wir nicht mitnehmen können. Weil unsere Taschen voll sind. Munition, die ich gebrauchen könnte. Oh, da haben wir es. Medipack. Ich habe kein Medipack. Ich könnte jetzt halt echt eins gebrauchen. Aber ich kann es nicht mitnehmen. Keine Chance. Ich finde das wirklich schlecht gemacht. Und das ist echt frustrierend. Eine Sekunde, ich versuche mal. Genau. Jetzt versuche ich irgendwie nachzuladen. Und jetzt kann ich es immer noch nicht aufheben. Also mache ich das. Genau. Ich tue ein ganzes Magazin leer schießen. Nur damit ich es aufheben kann. Tada! Und jetzt kann ich auch das auch mitnehmen. Ich weiß echt nicht, wie das geregelt ist, aber es ist echt schlecht gemacht. Ich verstehe es nicht. Ich will es auch nicht verstehen. Sonst rege ich mich noch mehr auf. Naja gut, ich muss in die eine Richtung, also mache ich nochmal eine Ehrenrunde. Einmal schön im Kreis herum, Kreis herum, Kreis herum. Einmal schön im Kreis herum und schon waren wir da. Okay, okay. Waren das Vögel? Ich nehme mal besser die Waffe, ja. Hallo? Guten Tag. Willkommen in der Solaranlage Sigma Zero Roger. Ordnungsgemäße Identifikation wird bitte warten Sie hier. Alles klar. Ich traue dir nicht. Dieser Ort ist seltsam. Hier sind überall Vögel. Und Vogelkäfige. Hier hat eindeutig ein Verrückter gelebt. Da ist ein Toter. Ich wollte gerade sagen, hier lebt ein Verrückter, aber nein, hier lebt ein Toter. So, Textlog. Oh ja, vorlesen. Los geht's. Ich möchte heim. Anti behauptet, sie hätte keine Antwort auf mein Versetzungsgesuch erhalten. Dabei war es schon das fünfte. Fünf Versuche und nicht eine Antwort. Wie kann das sein? Kommt sie überhaupt an? Liest sie überhaupt jemand? Ich gebe es nur ungern zu, aber die Einsamkeit hier oben ist schlimmer, als ich gedacht hatte. Sie fängt langsam an, mich zu beeinträchtigen. Die einzige gute Nachricht ist, dass Anti behauptet, meine wahren Anforderungen
Ja? Was ist denn mit deiner wahren Anforderung, Howard Phillips, autorisiert zu haben? Sie sollte heute irgendwann eintreffen, aber ich kann ihr nichts glauben. Ich bitte schon so lange darum. Ich kann kaum glauben, dass sie mir endlich meine Vögel genehmigen. Die Zeit wird's zeigen. Heute Nacht wird's zeigen. Okay, das ist der Vögelverrückte. Schön, dich kennengelernt zu haben. Ich nehme mal dein Zeug mit. Oder auch nicht. Und hier sind deine Vögel. Kann ich die freilassen? Die überleben doch nicht, wenn sie hier im Käfig bleiben. Vor allen Dingen schaut euch das doch mal an. Da ist ja schon alles vollgeschissen. Kann ich die wirklich nicht irgendwie rauslassen? Okay, ich möchte auch nicht drauf schießen, weil ich will sie nicht auszusehen erschießen. Aber na gut. Es gibt ja auch keinen Schlüssel oder so. Okay, ich kann die nicht rauslassen. Ja, den auch nicht. Ich kann mich leider mit Völkern. Heute, ey. Ich kenne mich leider mit Vögeln nicht aus. Also weiß ich auch nicht, was für welche das sind. Aber hier ist ein Shop. Hier kann ich speichern. Hier lebt etwas. Yeah! Hier lebte etwas. Jetzt nicht mehr. Und ich glaube, ansonsten sind wir hier sicher. Abgesehen von diesen komischen Hologramm. Hanogramm? Hologramm, glaube ich. Ich glaube, das heißt Hologramm, ja. Das sich hinter uns befindet. Und uns beobachtet. Jeder einzelne unserer Schritte. So, hier ist ein Shop, aber wir können ja so momentan eh nichts kaufen. Medipack, das würde ich gerne mitnehmen. Und benutzen. Unsere Gesundheit ist wieder voll, immerhin etwas. Jetzt wird es doch langsam kritisch. Also die ersten paar Kapitel hatte ich jetzt kein Problem, aber doch langsam wird es schon ein bisschen unangenehm. Und ja, ich glaube, ich habe das schon gesagt, im Shop können wir nichts gebrauchen. Wir können hier speichern. Das ist... Ich wollte doch nur speichern. Was? Entschuldigung. Ja, ich will hier nicht rein. Ich will speichern. Wobei, ich glaube, ich muss hier rein. Oh. Hör auf, mich zu scannen. Ja, genau, ich muss da durch. Okay, also wenn du mich nicht willst, dann vielleicht... Dort oben gibt es nichts. Ich stelle mir gerade die Frage, ob das nur von aus... Ein Sensor? Nur, ich kann das nicht aussprechen. Nur für Aussehen ist oder auch Körpertemperatur. Denn wenn es auch schaut, wie lebendig die Person ist, die sich vor der Tür befindet, hätten wir... Das ist sehr gruselig. Hätten wir ein Problem. Wenn es aber nur auf das Aussehen schaut, du bist echt gruselig, dann könnten wir die Leiche holen, oder? Ja, wir müssen da wirklich entlang. Dann nehmen wir die Leiche. Die habe ich zum Glück noch nicht zerstückelt. Oh, Entschuldigung. Monsieur, wie geht... Ich hoffe, das geht. Hallo. Warum gehe ich so viel? Bestimmt, weil hier schlechte Luft ist. Man geht viel, wenn wenig Sauerstoff. Also, wenn man mehr Luft braucht. Und ja, du machst mir Angst. Hör auf, mit mir zu gehen. Hier ist es sehr dunkel und du bist... Ach, das Licht geht an, wenn du reinkommst. Okay, das ist cool. Und hier ist eine Kiste. Da ist Geld. Dankeschön. Und... Hier können wir auch entlang. Bitte geben Sie einen verbalen Zugangscode zur Autorisierung Ihres Gastes ein. Ein Code. Ich weiß auch, wie der Code ist. Oh Gott. Entschuldigung. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, warum ich so viel gähne. Auf jeden Fall, ich weiß auch voll, was der Code ist und ich weiß auch, wo man ihn eingeben kann. Voll und ganz. Ich habe richtig Ahnung. Und zwar, der Code ist dieser Typ. Entschuldigung. Und er möchte hier rein. Au! Tada! Es hat funktioniert.
Und jetzt versuche ich mal nicht so nah dran zu stehen, wenn ich das nochmal mache. Hallo. Und. Hey! Bist doch nicht so schlau, wie du dachtest, Computer. Haha. Okay, das machen die dann hier auch. Ich hoffe, ich bin jetzt weg. Ja, passt alles. Dann können wir überall problemlos rumlaufen. So, ich müsste eigentlich. Ja, da können wir was mitnehmen. Wo habe ich jetzt den Deckel hingeworfen? Was soll's? Nein, hör auf zu gähnen. Jetzt sollten wir eigentlich überall rumlaufen können, problemlos. So, hier können wir rein. Da lebt was. Hallo, wie geht es dir? Und du bist tot. Okay, das hätten wir dann auch geregelt. Ich hol mal gleich. Was war das denn gerade? Ich wollte gerade sagen, ich hol mal gleich, was du mir zu geben hast. Leiter. Gibt es hier irgendwelche Fallen? Wir hatten gerade eben schon welche. Ich glaube nicht. Okay, hier ist eine Scheibe. Hier ist ein Generator und ein Aufzug. Die Tür ist zu und hier ist eine Kiste. Yay! Okay, wir können sogar mitnehmen zur Abwechslung, was die Kiste uns zu geben hat. Okay, ich fühle mich hier irgendwie nicht wohl. Wenn man die Tatsache ignoriert, dass gerade irgendwas vorhin gestimmt hat. Bist du explosiv? Bist du explosiv? Ich weiß ja nicht. Okay, ich werde jetzt etwas sehr Dummes machen. Einfach weil ich weiß, dass es mich später stören wird. Okay. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Das heißt, wenn ich auszusehen das Fenster anschieße, sollte mir nichts passieren. Denn ich weiß... Oh, was ist das? Oh Gott. Was? Ich habe schon wieder das Spiel kaputt gemacht. Oder auch nicht. Aha! Ich weiß, dass Sie da oben sind. Selbst wenn Sie lange genug leben, um die Energie wieder herzustellen, gibt es kein Entkommen. Alle Routen zum und vom Regierungssektor werden überwacht. Geben Sie auf. Da ist noch ein zweites Fenster. Aber ich glaube nicht, dass ich es kaputt machen kann. Hoffe ich zumindest. Fallen? Ja, hier sind die Fallen. Ah, großartig. Oh, hallo du. Wer kommt doch her? War voll schön. Ih! Nein, explodier nicht. Au. Die Kinder sind zurück. Ih! Ih! Ich mag die nicht. War das der letzte? Ich glaube schon. Oh. Ich hoffe echt, das war der letzte. Was hast du mir zu bieten? Munition, cool. Ja, ich glaube nicht, dass ich diese Fenster öffnen kann. Nur das sah irgendwie so verdächtig aus. Wenn ich diese ein Fenster hätte öffnen können, dann wären sie jetzt halt bei der Explosion aufgegangen. Oh, Munition, Munition. Da ist eine Scheibe davor. Okay, ich kann die Munition nicht aufheben, solange eine Scheibe... etwas davor ist. Jetzt ist es meins. Und wieder ein Textlog. Oh nein, ich bin zu müde dafür. Ich habe versucht, solange es geht, außerhalb der Reichweite von Antis Interface zu bleiben. Ich will ihre Entscheidungen bezüglich meiner Versetzungsgesuche nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn ich nachfrage, höre ich nur computerisierten Bockmist. 23 Gesuche. Ich habe 23 Gesuche eingereicht und nicht eine Antwort erhalten. Ich weiß, dass sie lügt. Ich weiß, dass sie nie abgeschickt hat. Aber ich habe es Anti gezeigt. Ich habe beim... Ja? Ja, was hast du denn? Mittag alle meine Vögel aus dem Käfig, aus den Käfigen gelassen. Es war so schön zu sehen, wie sie glücklich und frei herumflogen. Ich wünschte, ich könnte einer von ihnen sein. Anti spuckte irgendwann
welche Verordnungen aus und sagte was von Abnormen, Puff, was auch immer. Ich habe das weggeklickt, bevor ich es zu Ende lesen konnte. Egal. Und Maschine. Diese Lady schaut mich immer noch an. Ich glaube, diese Lady ist Anti. Was für ein Name. Entschuldigung. Und das tut mir wirklich furchtbar leid. Guten Tag. Ich mag dich nicht. Ich mag dich auch nicht. Au. Hey. Wie lebst du immer noch? Ich habe dir zwei Sachen abgeschossen. Mann. Nicht wären so. Ich möchte gerne wieder speichern und die Folge für heute beenden. Ich bin eindeutig zu müde für das alles. Und ich will euch nicht mein ständiges Gegähne antun. Das tut mir so leid. Oh, Gesundheit. Oh, hi. Und du bist auch tot. Sehr schön. Halt, warte, da ist noch einer. Hi, was bist du denn? Du siehst echt nicht schön aus. Okay. Und was hast du? Oh, Geld. Geld nehme ich gerne entgegen. Also damit habe ich kein Problem. Was hast du mir zu bieten? Keine Ahnung, ich nehme es einfach mal mit. Alles klar, wenn sonst keiner mehr kommt, dann würde ich gerne zurückgehen und für heute Schluss machen. Und da ist wieder die gruselige Lady. Ich nenne sie gruselige Lady, weil Anti ist ein seltsamer Name. Bestimmt eine Abkürzung für irgendwas. Öffnen. Danke. So, und dann... Falsche Richtung. Hier kann ich speichern und beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.